Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im heutigen Milka-Mittwoch-Video. Natürlich wie immer mit Milky an meiner Seite, heute allerdings nur körperlich anwesend, geistig in der Labrador-Traumwelt. Sie schläft definitiv tief und fest, aber immerhin seht ihr sie ein bisschen. Ich habe hier extra so helle Kissen auf das Sofa dekoriert, weil man sie gerade gefühlt einfach überhaupt nicht gesehen hat. Wie dumm von mir auch, ein dunkles Sofa zu kaufen mit einem dunklen Hund. Naja, wie auch immer, kommen wir mal zum Thema des heutigen Videos. Es ist ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Wie der Titel schon verrät, geht es um ja den aktuellen Welpen- oder Hunde, naja, eigentlich vielmehr Welpenboom, zurückzuführen auf die aktuelle Corona-Situation. Ich glaube, grundsätzlich werden Hunde immer und immer beliebter. Also es holen sich immer mehr Leute oder Menschen einen Hund. Und gerade jetzt in der Situation, wo man viel zu Hause ist, wo einem vielleicht langweilig ist, wo man Sozialkontakte meiden sollte, sich natürlich aber mit Hunden treffen, wie das klingt. Leute, die einen Hund haben, die haben ja quasi immer jemanden. Und ich denke, es ist halt vielen gerade langweilig und die denken, okay, cool, holen wir uns doch einfach mal einen Hund und sind sich eventuell über die damit verbundenen Konsequenzen einfach nicht so im Klaren oder nicht darüber bewusst, sagen wir es mal so. Ich selbst habe mit dem Thema natürlich auch immer sehr viel zu tun, weil ich täglich von euch super viele Nachrichten bekomme. Erstmal natürlich danke dafür. Es sind allerdings auch manche Nachrichten, wo ich mir denke, schwierig. Also es ist schwierig für mich zu beantworten. Es sind eigentlich drei Nachrichtentypen, das will ich euch jetzt direkt auch mal vorstellen. Und zwar Nachrichtentyp 1 sind halt meistens, oder was heißt meistens, es sind immer Kinder, also minderjährige Personen, die noch zu Hause leben, die mich fragen, wie sie am besten ihre Eltern zu einem Hund überreden können. Zum einen, ich habe da schon mal ein Thema zu gemacht, zum anderen ist das so eine heikle Sache, weil ich finde, ja, die Eltern zu überreden ist halt schwierig, denn es sollte natürlich die ganze Familie damit einverstanden sein. Und ich glaube, gerade so im Alter, ich sag mal so, ich weiß es nicht, vielleicht 8 bis 12 Jahre, da wollte ich auch unbedingt einen Hund. Und es ist so ein Alter, da will man unbedingt einen Hund, man ist motiviert, aber dann kommt man in die Pubertät und wird älter und hat vielleicht nicht mehr so Lust auf den Hund. Nur eine Mutmaßung. Und dann ist es natürlich so, dass man den Hund nicht einfach so abgeben kann. Und deswegen sollte zusammengefasst gesagt natürlich die ganze Familie damit einverstanden sein, weil es ein Lebewesen ist und so weiter und so fort. Da will ich jetzt gar nicht so im Genauen drauf eingehen. Ich denke, ich muss mich mal anders hinsetzen, bevor mein Fuß hier komplett einschläft. Jetzt sitze ich etwas tiefer, auch kein Problem. Bevor man sich einen Hund ins Haus holt, da habe ich schon so viele Videos zu gemacht, deswegen, und ich werde da gleich auch nochmal drauf eingehen, deswegen das nur einmal kurz und knapp zusammengefasst. Das war der erste Fragentyp. Der zweite Fragentyp, oder das ist eigentlich keine Frage, Aussagentyp ist es, wir bekommen einen Welpen, wir holen einen Labrador-Welpen, einen was auch immer Welpen, wir holen ihn bald ab und wir freuen uns riesig und können es kaum erwarten. Das ist natürlich eine super coole Sache, das freut mich auch immer zu hören, wenn man da so eine Vorfreude auf den Hund hat und da freue ich mich grundsätzlich immer sehr drüber. Kommen wir zu Frage Nummer 3 oder besser gesagt Thema Nummer 3. Und zwar, das sind alle Fragen oder alle, Fragen eigentlich von Leuten, die schon einen Hund haben. Egal in welchem Alter. Das sind dann so Fragen wie, oder beziehungsweise, das beschäftigt sich vielmehr mit Problemen, die ein Hund so mit sich bringt, sag ich mal so. Fängt an bei Stubenreinheit. Wie bekomme ich meinen Hund stubenrein? Er wird nicht stubenrein, hin und her. Und bis schließlich zu Erziehungsfragen, aber wirklich sehr spezifische Erziehungsfragen, wo ich euch wirklich von ganzem Herzen gerne weiterhelfen würde. Aber es ist natürlich immer eine individuelle Situation und jeder Hund und jeder Mensch ist anders. Sie ist aufgewacht. Milka! So, jeder Hund und jeder Mensch ist anders, deswegen kann man das aus der Ferne eigentlich nicht so beantworten. Und ich lege euch da wirklich ans Herz, sucht euch professionelle Hilfe in Form von Hundetrainern, Hundeschulen oder aber auch eine ganz gute Möglichkeit, eine sehr ganz gute naheliegende Möglichkeit. Googelt einfach erstmal und informiert euch schon im Voraus überhaupt über das Thema Erziehung. Also ich habe zum Beispiel mehrere Bücher gelesen, bevor ich Milky überhaupt geholt habe und
Ja, wenn ich ein Problem habe, ich meine eigentlich, man googelt ja alles und wir leben ja in einem Zeitalter, wo man eben mal schnell googeln kann und eigentlich fast jede Frage bei Google beantworten kann. Deswegen findet man da eigentlich tatsächlich auch immer sehr gut Hilfe. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, gibt es auch die Fälle, wo das nicht hilft und deswegen schaut, dass ihr da jemanden findet in Form von Hundeschule, Hundetrainer, der euch da weiterhelfen kann. Denn wenn es, jetzt muss ich mich gerade nochmal anders hinsetzen, es tut mir total leid, ich hoffe, das nervt nicht. Denn wenn ihr quasi schon in der Situation seid und einen Hund geholt habt, dann habt ihr einfach nur mal diese Verantwortung. Ihr habt euch darauf eingelassen, einen Hund zu holen und ihr müsst jetzt auch mit den Konsequenzen leben. Oder was heißt leben? Ihr müsst euch damit auseinandersetzen, sagen wir es mal so. Und ich sage das jetzt auch in dieser Dringlichkeit, weil ich finde, man sollte sich wirklich gut überlegen, bevor man einen Hund holt, auf was man sich da einlässt. Muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass ein Hund nicht nur mal eben nett für eine, ja, Zeit ist, in der man sich vielleicht langweilt, wie jetzt gerade in der Corona-Zeit, sondern einfach ein 24-Stunden-Job für die nächsten mindestens 10 Jahre. Und ja, das liegt mir wirklich sehr am Herzen, dass ihr euch darüber bewusst seid. Ich bekomme auch immer viele Fragen, wie viel Zeit denn ein Hund am Tag in Anspruch nimmt. Von Leuten, die halt ganz normal arbeiten und sagen, wir können den Hund nicht mitnehmen. Ist das okay, wenn der Hund jeden Tag 9 Stunden zu Hause bleibt? Und da sage ich ganz klar, nein, das ist es auf keinen Fall. Dann sollte man sich keinen Hund holen. Also wenn einem wirklich von vornherein klar ist, ich bin voll berufstätig, ich habe keinen Partner, keine Eltern, keine irgendwie wen, die den Hund beaufsichtigen können. Es ist nicht gut. Also es ist, man sollte sich dann besser keinen Hund holen, wenn man schon weiß, der Hund ist jeden Tag 9 Stunden alleine, 5 Tage die Woche. Ist einfach keine gute Idee. Und ja, vielmehr will ich auf dieses Thema gerade in dem Punkt gar nicht eingehen. Ich möchte jetzt auch damit irgendwie es gar nicht so madig machen, sich einen Hund zu holen, sondern wirklich viel mehr darauf aufmerksam machen oder nochmal in aller Dringlichkeit sagen, dass es halt einfach nicht mal eben eine Entscheidung auf die Schnelle sein sollte, sondern wirklich eine gut überlegte Entscheidung. Welpen sind ja grundsätzlich immer total süß und total tapsig und niedlich und ja, aber sie werden schnell erwachsen und die meiste Zeit sind sie dann erwachsen. Und wenn man sich gerade jetzt in dieser jetzigen Corona-Zeit, wo man ja viel Zeit hat, einem sehr langweilig ist vielleicht, einen Hund holt, sollte man sich auf jeden Fall fragen, was mache ich in einem halben Jahr, in einem Jahr, wenn man wieder normal arbeitet? Habe ich dann überhaupt die Zeit für einen Hund? Habe ich grundsätzlich die Zeit und die Motivation dazu, mich mit bestimmten Problemen, die ein Hund so bringen kann, mich damit auseinanderzusetzen und ja, überhaupt damit zu beschäftigen, weil es halt wirklich, es ist nicht mal eben ein Hund geholt, es ist ein komplettes Hobby, sag ich mal so. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Für alle die, die schon einen Hund haben, ist das Video jetzt vielleicht nicht allzu interessant gewesen, aber es ist trotzdem ein Thema, was ich sehr wichtig finde, mal angesprochen zu haben. Und ja, ich hoffe, dass nicht in einem halben Jahr oder Jahr, beziehungsweise ich gehe eigentlich fest davon aus, dass es dann halt so die Kehrtwende geben wird und alle Leute ihren Hund wieder abgeben, den, oder nicht alle, aber viele Leute, die sich jetzt vorschnell einen Hund geholt haben, diesen abgeben und dann die Hunde wieder im Tierheim landen. Dass man dem vielleicht etwas entgegenwirken kann und nochmal zum Nachdenken anregt, das hoffe ich sehr, dass ich das kann. Ich möchte auf jeden Fall meine Reichweite dazu nutzen, ne, Mickey? Und ja, habe jetzt, glaube ich, auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Nächstes Mal dann wieder ein bisschen mehr Action von uns, ne, Milk? Magst du noch ein Leckerli? Ich habe hier nämlich Leckerlis liegen in der Hoffnung. Aha. In der Hoffnung, dass sie wach bleibt, ist sie auch geblieben. Lecker. Ja, dann kann er jetzt weiter geschlafen werden, ne, Milk?